Mysterien, Mindfuck und Magie folgt uns in die Zwischenwelt. Heute eine neue Sendung zu einem groß angelegten Remote Viewing Projekt, das fast das ganze letzte Jahr lief. Und die Sendung hier ist die Zusammenfassung. Also es gibt eine lange Sendung, die wir quasi zeitgleich mit dieser Zusammenfassung veröffentlichen werden. Aber hier wollen wir jetzt so die wichtigsten Bullet Points, so die wichtigsten Schlagworte oder die wichtigsten Aspekte des Targets ein bisschen oder der Session ein bisschen zusammenfassen. Ja. Es waren vier Sessions hier insgesamt, die sich eben beinahe über 11 Monate hingezogen haben. Lichtfalle ist ein Stichwort, das immer wieder mal auftaucht in der Grenzwissensszene oder in der spirituellen Szene. Damit ist Folgendes gemeint. Wir kennen alle die Vorstellung, nach dem Tod kommt der Lichttunnel und man muss nur ins Licht gehen und dann ist alles gut. Das wird auch von Sterbeforschern und in vielen Berichten immer wieder auch so dargestellt. Und seit einiger Zeit geistern Ansichten herum, dass man das auf keinen Fall tun sollte. Das Licht wäre nämlich eine Falle. Taucht immer wieder auf, am deutlichsten habe ich es wahrgenommen dann bei Whitley Strieber. The Key, ein sehr seltsames Buch, ich bin nicht warm geworden damit. Und ich kann mich auch erinnern, als Tarek auf Crop FM das erste Mal davon gehört hat, dass er wirklich fast einen Anfall bekommen hat. So, was, jetzt kann man dem auch nicht mehr glauben, das geht ja nicht, jetzt kann man nicht einmal mehr ins Licht gehen. Was, ein kompletter Blödsinn. Und wir haben uns auch einmal darüber ausgelassen in einem Chatverlauf mit der Academy of Mind. Schon wieder sowas wie Afterlife Fake News sozusagen. Die nächste Panikmache sozusagen. Ne? Ja, richtig. Wieder eine Möglichkeit, Menschen zu beschäftigen und Angst zu verbreiten. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich weiß es ja nicht. Und das wäre doch eine Möglichkeit, Remote Viewing zu verwenden, weil das ja diesen unglaublichen Vorteil der größtmöglichen Objektivität hat. Der Viewer weiß nicht, worum es geht und in dem Fall der Monitor ja auch nicht. Wir haben vielleicht Vorstellungen, aber wir wissen es einfach nicht. Mhm. Also wäre es doch eine gute Möglichkeit, uns das anzuschauen. Und dieses Projekt ist jetzt einmal vorläufig abgeschlossen und die Ergebnisse besprechen wir hier kurz zusammengefasst. Die längere Sendung dann, wie gesagt, ist eine sehr ausführliche Besprechung dieser vier Sessions, die, glaube ich, dafür braucht man ein bisschen Sitzfleisch. Ja, man muss auch fairerweise sagen, also selbst das ist eine über zweistündige Besprechung, Projektbesprechung zu viert mit Benny und Wingman, also Benny Pump und Stefan Franke, den beiden Remote-Viewern oder den zwei Hauptviewern von der Academy of Mind. Und es ist eine über zweistündiges Rumgenörde, sehr, sehr detailliert, aber selbst das ist schon eine Zusammenfassung dessen, was in dem letzten Jahr an Projektbesprechungen und so weiter passiert ist. Mhm. Also wir versuchen es jetzt noch weiter runter zu. Ja, also auch ohne, dass man das Remote Viewing Protokoll kennt, dass man eine Vorstellung davon hat, was wir für uns rausgefunden haben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit natürlich. Ich schicke gleich voraus, es war wesentlich komplexer als erwartet und es hat uns immer wieder überrascht, das Thema. Überraschung, ja. Ja. So einfach wie, nein, das Licht ist das Beste und Schönste oder nein, auf keinen Fall, so einfach ist es nicht. Mhm. Es hat ja schon mit einigen Herausforderungen begonnen, nämlich tatsächlich die Targets so objektiv wie möglich zu formulieren. Mhm. Man hat ja keine Annahmen treffen dürfen. Genau, das ist immer beim Remote Viewing ist das ja immer so das Problem, dass wenn man nach Blödsinn fragt, Blödsinn rauskommt sozusagen. Also wenn man nach einem Weihnachtsmann fragt, beschreiben die meisten Remote Viewer halt den Weihnachtsmann oder den Osterhasen.
was nicht bedeutet, dass es den Weihnachtsmann oder den Osterhasen in irgendeiner realen Form physisch gibt. Ne? Und das heißt, man kann auch nach religiösen Konzepten fragen. Man kann nach, es gibt zum Beispiel dieses Konzept des Moksha in diversen asiatischen Richtungen. Und wenn du das viewst, dann viewst du das religiöse Glaubenskonstrukt, das damit zusammenhängt, mit deinem potenziellen Leben nach dem Tod zum Beispiel. Das heißt, und das bedeutet aber nicht, dass es dann tatsächlich genauso passiert, wenn Menschen sterben, dass es dann genauso in der Realität so abläuft. Und da ist eben die Schwierigkeit, eine Target-Formulierung zu finden für solche Projekte, ohne dass Vorannahmen reinkommen, ohne dass das eigene Glaubenssysteme oder eigene Glaubensüberzeugungen oder ja, da in quasi das Target kontaminieren und verschmutzen und der Viewer dann die Glaubenssätze von dem ausliest, der dieses Target erstellt. Ne? Das war, glaube ich, so die größte Herausforderung, soweit ich mich erinnern kann. Ja, da sind wir lang gesessen auch. Also das erste Target habe ich in Zusammenarbeit mit Benny Pump erstellt. Das besprechen wir in der längeren Sendung genauer, auch noch einmal die einzelnen Formulierungen. Es ging wirklich so allgemein wie möglich um das, was üblicherweise nach dem biologischen Tod geschieht. Mhm. Biologischer Tod war auch genau definiert zum Beispiel und ja, das haben wir uns angeschaut. Das war eine Herausforderung. Mhm. Dann, ich muss dazu sagen, ich persönlich habe zu dem Zeitpunkt geglaubt, Lichtfalle, Blödsinn. Das wird schon sein. Ich bin eines Besseren belehrt worden, was nicht heißt, dass das Licht unbedingt eine Falle ist. Also das auch gleich vorausgeschickt. Also das heißt, auch da hat Remote Viewing wieder einmal gezeigt, dass Ergebnisse rauskommen, die den Erwartungshaltungen des Monitors zuwiderlaufen. Widerlaufen können. Genau. Wenn man es richtig sauber taskt. Mhm. Ja, und gut monitort und gut viewed und so. Also das war auf alle Fälle eine Herausforderung. Und eine nächste, der wir uns dann gegenüber gesehen haben, war, dass je mehr Fragen beantwortet wurden, umso mehr Fragen haben sich aufgetan. Das war tatsächlich irgendwie so eine mehrköpfige Hydra. Und wir haben irgendwann dann jetzt auch einmal einen Schlussstrich ziehen müssen, um das Ergebnis zu präsentieren. Und ich glaube, fangen wir einfach mal damit an. Mhm, wollte gerade sagen, ne? Ja. Du hast ein paar der Ausschnitte vorbereitet. Genau, das war eine erste Timeline auf Stufe 6. Ja. Es gibt übrigens auch einen begleitenden Artikel von Stefan Franke dazu, den wir auch verlinken werden, wo er das auch genauer beschreibt. Und in der längeren Sendung sind auch viel mehr noch der Grafiken zu sehen. Mhm. Aber das war ein erstes einmal ein Beschreiben von dem, was üblicherweise eben geschieht, nach dem biologischen Tod. Er hätte zuerst einmal das Licht lokalisieren sollen mit X. Das für den Fall, dass es das gibt. Drei Viertel, wenn es das gibt, ja. Ich kenne auch Stefan, der, wenn was nicht vorkommt auf einer Timeline, dann findet er es nicht. Hm. Oder er findet es davor oder danach. Also wenn es auftaucht, wenn es real ist sozusagen, dann kann es lokalisieren, hat es an dieser Stelle recht spät eigentlich nach dem physischen Tod lokalisiert. Und ja, davor waren Phasen von Nicht-Akzeptanz bis zur wirklich Realisierung des Todes. Und dann dieses Angezogensein vom Licht, das ziemlich grandios war im Sinn von sich selber fast überhöhen, eine Ekstase und Machtgefühle haben, so ein, das ist das, was mir immer gefehlt hat, auch ein, ja, wie soll ich sagen, so Power, die da war. Und ja, da hat er auch sowas wie parasitäre Wesen wahrgenommen, die sich ein bisschen die Hände gerieben haben, so im Sinn von, ha, da haben wir jemanden, der uns tatsächlich in die Falle gegangen ist. Mhm. Und dann, und die nehmen diesem, dem Bewusstsein dann auch was weg.
Und diese grandiosen Pläne werden dem Bewusstsein um die Ohren gehauen, bevor es dann wieder inkarniert sozusagen. Nur nebenbei fallen gelassen wird. Also es kam auch in der Session oder in den Session kam auch, also nicht nur es gibt scheinbar ein Leben nach dem Tod, sondern auch etwas, was darauf hindeutet, dass es Reinkarnationen gibt. Ja. Nur um das für nicht jetzt so nebenbei mal. Das ist nicht selbstverständlich, ja, klar. Ist aber schon in vielen anderen Remote Viewing Sessions davor auch immer wieder bestätigt worden, beziehungsweise kennt man ja auch von Robert Monroe, William Bullman und so weiter. Ja, aber das sind natürlich auch Sachen, über die man diskutieren kann, ob diese Dinge immer richtig gedeutet wurden. Aber eben, es gibt schon mehrere Remote Viewing Sessions drauf, aber von denen wissen ja die meisten Zuschauer wahrscheinlich nicht, dass es die gibt. Ne? Das stimmt, ja. Das war die Bestehung. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich ziemlich irritiert als Monitor, dass das tatsächlich nicht so ist, wie es uns verkauft wird. Auch ich habe dann auch gefragt, gibt es aus diesem üblichen Vorgehen, gibt es Alternativen dazu? Und da hat Stefan dann tatsächlich Möglichkeiten des Ausstiegs gefunden, und zwar vor dem Licht und auch danach, wobei vor dem Licht eindeutig besser wäre. Oder nachher ist es schwieriger. Wahrscheinlich, ne? Genau, also das hat er deutlich schwächer wahrgenommen. Idealerweise geht man vorher raus, sozusagen aus diesem üblichen Vorgang. Geh nicht ins Licht, sondern er hat dann da wahrgenommen, ein Mehr an neuen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war man dann schon ziemlich fertig mit dieser Session und dann haben sich tatsächlich etliche Fragen gestellt. Nämlich, ist dieses Licht jetzt ein natürlicher Mechanismus? Ist der sowas wie installiert worden als Falle oder gehijackt worden von vielleicht diesen parasitären Wesen oder pervertiert worden? Was ist mit dem Ausstieg? Ist überhaupt, gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der Hydra. Es haben sich plötzlich ganz viele neue Fragen aufgetan. Und das, was eine Session hätte sein sollen, hat sich nur als Beginn rausgestellt von mehreren. Als nächstes war ich dann dran, als Viewer. Das war erst einige Monate später, weil dazwischen das Projekt mit Marcel Polte gelaufen ist, wozu es ja auch eine Crop-FM-Sendung gibt, wozu wir auch eine Sendung gemacht haben. Und ich glaube, zum Thema UFO-Entführungen. Genau. Wir haben auch oben einblenden. Mhm. Ich glaube, das war das komplexeste Target, glaube ich, oder zumindest die komplexeste Target-Formulierung, die ich je gehabt habe als Viewer, von der ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nichts gewusst habe. Mhm. Da kannst du jetzt nichts. Man muss dazu sagen, du machst ungefähr jede Woche mit dem Stefan, manchmal auch mit Benny, Sessions. Wenn es klappt. Inzwischen wird es ein bisschen weniger, weil wir einfach immer weniger Zeit haben. Ja, aber nach Möglichkeit. Aber rein grundsätzlich, du machst jede Woche Sessions und du kriegst alle möglichen Targets oder du machst mit ihm Targets, ihr spielt da Ping-Pong miteinander und dann kommt halt alle paar Monate dann plötzlich so ein Projekt-Target mitten rein. Also man kann damit auch einfach gar nicht rechnen, dass es jetzt um so ein Projekt-Target geht. Überhaupt nicht. Könnte alles. Überhaupt nicht, ne? Ja. Wenn du das nächste Bild vergleichst, ich hätte da auch wieder lokalisieren sollen, wo das Licht ist. Das ist ziemlich genau an derselben Stelle, wo Stefan auch X eingezeichnet hat. Wobei auch da, du wusstest nicht, dass du nach dem Licht suchst, sondern du hast nach O1 gesucht. Genau, O1 lokalisieren, das ist der Ort 1, nämlich das, was da dann, also ich habe nicht, wie gesagt, nicht gewusst, worum es geht, habe es an derselben Stelle lokalisiert und hätte dann beschreiben sollen, wie schaut es dort aus, und da ist es dann sehr komplex geworden. Ich habe mehrere so röhrenförmige Strukturen wahrgenommen. Oben ein wulstiger Rand mit mit unterschiedlich aufblitzenden Lichtern. Und ich habe das wie Geysire wahrgenommen, wo was draus hervorgeschossen wird. Mhm. Das heißt, wir sind draufgekommen, es gibt nicht nur das Licht, es gibt mehrere Arten von Lichtern. Mhm.
Und das, ja, wie soll ich sagen, also das hat uns im Nachhinein komplett verblüfft. Das haben wir noch nirgendwo gelesen, gehört, noch in keinem Bericht mitbekommen. Mhm. Unterschiedliche Arten von Lichtern. Und zwar scheint es so zu sein, dass, das haben wir dann in der dritten Session rausgefunden, wo Benny der Viewer war, da habe ich wieder gemonitort, dass es eine erste Möglichkeit ist, es ist so ein natürlicher Mechanismus, der einfach da wird, wo das Bewusstsein herumgeschaukelt wird oder so wie sozusagen wie ein Kind in der Wiege oder so, einfach es wird in Bewegung gehalten, bis es wieder inkarniert. Das hat eine sehr mütterliche Qualität gehabt, ein vielleicht auch so ein bisschen so ein in die Luft werfen und wieder auffangen und das Bewusstsein bei Laune halten, wenn man so will, mhm. Weil es schwierig wäre, es später wieder hochzufahren. Also es muss irgendwie in Bewegung bleiben. Mhm. Die zweite Variante, die zweite Art von Licht hat auf mich wesentlich ätherischer und feiner gewirkt, sehr viel ansprechender. Und das ist genau dieser Fallenaspekt, wie wir herausgefunden haben. Das war ein, yay, da will ich hin, weg von dieser Erdenschwere. Ich komme nicht mehr wieder zurück, Flucht raus aus dem Ganzen. Mhm. Was nur dazu geführt hat, dass man wie mit einem Gummiband wieder zurückgeschnalzt wird zur nächsten Inkarnation. Das ist also wesentlich, wie soll ich sagen, es wirkt gerade für esoterisch angehauchte Menschen viel ansprechender, viel interessanter, so ein, ach, das ist mein Fluchtpunkt, da komme ich weg von diesem bösen Planeten. Und man wird nur konfrontiert genau mit diesem Fluchtgedanken und umso härter zurückgeworfen. Okay. Ist aber kein, ist nichts Böses, ist nichts Feindseliges, sondern tatsächlich etwas, was man durch das eigene Nicht-Akzeptieren der Situation erzeugt. Also etwas, das durch Eigenresonanz einen selber wieder dorthin zurückschleudert, von wo man fliehen möchte. Also man macht halt so eine extra Umlauf, kann sich kurz austoben, fühlt sich vielleicht kurz wie der aufgestiegene Meister sowieso, keine Ahnung, kann dann so überschüssige Energie loswerden und kann wieder in den Kreislauf zurückkommen. Ne? Ja, so. Genau. Goin, goin. So Age wieder da. Und das hat durchaus einen Fallenaspekt, muss man sagen. Und das dritte Licht, also das habe ich so wahrgenommen wie, also es hat eine sehr starke Qualität gehabt, ein Gefangensein, ein zusammengedrückt werden richtig gehend. Ich habe von einer dunklen Macht im Hintergrund gesprochen. Ich habe das wahrgenommen wie Thanos, der so im Hintergrund seine Fäden zieht und das halbe Leben im Universum auslöschen will. So Qualität hat es gehabt. Ein Bild wie, das Bewusstsein möchte gern in Bewegung sein und herumgeschaukelt werden oder herumhüpfen. Und das war wie ein wie habe ich es beschrieben, wie ein Golfball, der in einer hydraulischen Presse zusammengequetscht wird. Mhm. Und das war tatsächlich ein Ding, da hätten wir vermutet, okay, da jetzt böse Wesen, aber auch das hat sich dann später nicht als irgendwas Böses rausgestellt, sondern tatsächlich eine freie Entscheidung von einem Bewusstsein, das tatsächlich sagt, ich will einfach nicht mehr, interessiert mich nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Erfahrungen in der Materie, egal auf welchem Planeten, weder hier noch sonst wo. Einfach aus. Und dieses Zusammenquetschen war einfach ein immer weiter Abschneiden, ein immer weiter Einengen des Bewegungsspielraums, so ein, ja, bis man so über lange Zeit einfach, bis die Bewegung und die, also sozusagen die Energie und die Ding einfach erlischt. Mhm. Wobei nicht nur keine Lust auf physische, materielle Erfahrung, sondern generell keinen Existenzwillen mehr. Auch das nicht, also genau. Keinen Lebenswillen mehr, also einfach aufhören zu existieren auf allen Ebenen. Mhm. Das genau. War's eigentlich. Genau, also auch das ist offenbar eine Möglichkeit,
Und da kommt man selber nicht mehr raus. Also das könnte in eine Richtung gehen, was man von manchen Berichten hört, von selbstgeschaffenen Höllen oder sowas, von sich gefangen, sich selber einfangen und dann nicht mehr rauskommen. Es, da braucht man Hilfe von außen. Also es wird angeboten, aber die muss man nicht annehmen. Also es ist, ich finde es in gewisser Weise sogar fair oder tröstlich, wenn ein Bewusstsein einfach sagt, es interessiert mich nicht mehr. Also weder Inkarnation noch in irgendwelchen anderen Bereichen des Multiversums. Ich will nicht mehr existieren, dass es diese Möglichkeit gibt. Mhm. Und auch so Rettungsanker scheinbar immer wieder. Ja. Ja, genau. Und auch, also so, du kannst diese Entscheidung treffen. Es wird dir angeboten, du könntest wieder zurück ins Spiel, die musst du ergreifen. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Aber wenn du über sehr lange, sehr, sehr, sehr lange Zeit tatsächlich sagst, nein, dann ist das dein freier Wille sozusagen. Du kannst aufhören zu existieren. Das waren diese, also mindestens drei Arten von Lichtern, die ich da wahrgenommen habe. Und die Benny in der dritten Session dann eben genauer beschrieben hat, was es mit denen auf sich hat. Und gleich an der Stelle dazu gesagt, parasitäre Wesen oder irgendwas sind nie wieder aufgetaucht. Es scheint so zu sein, dass, also so wie Stefan sie in der ersten Session wahrgenommen hat, dass die gelegentlich da sind, ja, oder vielleicht halt auch davon profitieren, aber das war der einzige Hinweis, den wir in allen Sessions drauf gefunden haben. Ansonsten war alles, was dazu wahrzunehmen war, immer ausschließlich selbst gemacht. Mhm. Zumindest von Metaperspektiven aus gesehen. Genau. Also wie das dann im unmittelbaren Prozess selbst für das Bewusstsein ausschaut, ist natürlich schwer einzuschätzen in solchen Sessions. Aber wenn man es von außen betrachtet, war am Ende des Tages alles diese Dinge selber gemacht. Ja, richtig. Mhm. Richtig, ganz genau. Ja, ich habe noch ein paar Bilder, die ich einblenden mag. Einfach nur aus der Session. Jetzt nicht spektakuläres, aber nur, dass man mal sieht, was so passiert genau. ist. Das war das Licht. Eine Topografie des Lichts nach dem Tod. Extrem hell loderndes, weiß kreisend und ständig in sich kollabierend, hat Stefan wahrgenommen, wie ein Torus, der ständig in sich hineingezogen wird, nur in allen Punkten seiner selbst. Mhm. Also extrem faszinierend. Aber er hat auch, ohne dass er gewusst hat, worum es geht, auch gesagt, so, er muss wirklich vorsichtig sein. Und es war so hell, er hat sich gefühlt, hat er beschrieben, wie ein Insekt vor der Sonne. Mhm. Es muss gigantisch sein. Ja, dann kann man, so der klassische Lichttunnel kam, oder der klassische ja. Tunnel kam natürlich auch. Ich habe jetzt hier nur ein paar Auszüge, was so an Details in den Sessions aufgetaucht ist. Das sind dann so Momente, wo man einfach merkt, okay, also so mit dem Licht, mit dem Tunnel, wenn solche Dinge in einer Session auftauchen, weiß man einfach, okay, man ist ziemlich gut on target. Also der Remote Viewer scheint schon ziemlich gut zu beschreiben, was das Target ist. Ja. Eindeutig. Nämlich auch ein viel mehr Informationen zu liefern, als uns im Allgemeinen bekannt ist auch darüber. Mhm. Also nicht nur, ja, da ist halt ein Licht, sondern wie schaut es aus und so. Und ja, und es war dann noch interessant natürlich, wenn es jetzt diese drei Arten des Lichts gibt, von denen eigentlich nur die erste erstrebenswert scheint, so dieser natürliche Mechanismus wieder zu inkarnieren, so ein sehr organisches Ding, wenn man so will. Dieses zweite, die sehr verlockend erscheinende Falle, wo man wieder zurückgeschleudert wird, ist definitiv nicht erstrebenswert, finde ich. Und das dritte auch, ne? Das ist, man stirbt an Langeweile letztlich. Mhm. Man verlischt, das Bewusstsein erlischt vor lauter Langeweile. War dann auch die Frage, naja, gibt's abgesehen von diesen drei Arten des Lichts, gibt's noch eine andere Möglichkeit? Und ja, da gab es dann was noch wesentlich interessanter und anspruchsvoller war. Für mich in dem Fall, das war in der zweiten Session als Viewer,
Das muss nicht für alle gelten. Und das hat korreliert mit dieser Ausstiegsmöglichkeit, die Stefan schon wahrgenommen hat, mit diesem Mehr an neuen Möglichkeiten. Und das war dann auch tatsächlich die letzte Session, die wir uns angeschaut haben. Jetzt haben wir uns mal so, haben uns gegeben, so die, es gibt nicht nur ein Licht, es gibt mehrere Arten. Und wenn du nicht wieder auf der Erde inkarnieren willst, geh nicht ins Licht. Egal in welches. So, glaub, so könnte man es, glaube ich, zusammenfassen, oder? Ja, das ist tatsächlich. Allerdings ist der Ausstieg nicht etwas, was so einfach geht. Das ist dann das letzte deiner Bilder. Das zeigt schon das auf, diese... Was ist das hier? Ja, genau. Diese Freiheit und Grenzenlosigkeit, die da entsteht. Das ist eine sehr, also ein ja, nicht einfacher Weg. Man muss tatsächlich sich bewusst sein, dass man abschließen möchte. Und es darf nicht aus einer Flucht heraus sein, sondern es sind alle Dinge einfach erledigt. So die Koffer sind alle gepackt, es ist nichts mehr offen. Man hat keine Absprachen mehr offen, wenn man so will, mit wem auch immer oder mit was auch immer. Und muss auch immer wieder bestätigen, dass man weg will. Es gibt immer wieder auch Möglichkeiten, na, du kannst doch wieder zurück. Und zum Schluss gibt es so eine Art Barriere, der Stefan hat es beschrieben wie eine Wand, die am obersten Ende, das ist das, was du da eingeblendet hast, so in absolute Freiheit und Grenzenlosigkeit führt, aber wo es auch innerhalb dieser Barriere mehrere Öffnungen gibt. Eine davon führt zum Beispiel wieder zurück, wenn man sagt, nein, ich will doch wieder zurück auf die Erde. Die Möglichkeit steht einem offenbar auch immer wieder offen. Andere haben uns dann angeschaut, da passt es nicht. Und in einer ist dann, das war wie so diese Reise durch Raum und Zeit bei Stanley Kubricks 2001, so gesehen im Weltraum, wo man wirklich mit, ich weiß nicht, wie viel vernetzenden Realitäten in Kontakt kommt und Dinge sich wieder aneignet oder wieder integriert, die man zurücklassen musste, um überhaupt auf die Erde zu kommen. Das ist zum Beispiel auch nur ein, also wie ein Verkehrsknotenpunkt. Das ist nur eine Öffnung in dieser Barriere und dann gibt es weitere, bis zum Schluss ganz oben eine, naja, nennen wir es jetzt einmal, komplette Wiedervereinigung mit dem Selbst ist, mit dem Göttlichen. Benny hat das relativ schön gesagt. Das ist, also den Weg kann man gehen, wenn man nicht vor etwas davonläuft, sondern wenn man weiß, wo man hin will. Ja. Also das ist das Gegenteil von Flucht, sondern zielgerichtet zum, William Pullman würde es, glaube ich, nennen, höhere Selbst jetzt. So, oder so immer dieses Mantra, das er sich vornimmt, so einfach direkt zum höheren Selbst. Genau. Aber Robert Monroe beschreibt das auch, so quasi dieses Escape Velocity, also diese Beschleunigungsgeschwindigkeit erreichen, um den Orbit jetzt sozusagen zu verlassen und möglichst rauszukommen und aus dem dann herauszutreten und dann zu seinem Selbst zu kommen. Und am Weg dorthin gibt es natürlich viele Verlockungen, Familienmitglieder kommen wieder und hey, magst du nicht mit uns wieder gemeinsam hier inkarnieren und wollen wir nicht noch gemeinsam Abenteuer erleben? Und ja, also da gibt es immer wieder so die Möglichkeit, eben zurückzukommen. Ja, also dieses sich vorzunehmen, höheres Selbst jetzt allein reicht nicht. Das ist eigentlich nur ein, wie soll ich sagen, eine Kursbestimmung, mehr nicht. Aber den Weg muss man dann trotzdem sehen. Den muss man dann trotzdem gehen, ja. Und wie der Robert Monroe das genannt hat, das Süchtigsein nach dem Menschsein tatsächlich hinter sich lassen. Ja, und einmal hier auf mit den Bildern. Ja. Ja. Das sind unsere bisherigen Ergebnisse. Also du warst ja auch am Rande beteiligt, immer wieder mit Kritik und Durchbesprechen von, wie könnte man das noch sehen und so weiter. Wie war das für dich als so quasi Außenstehender? Interessant. Meine Kritikpunkte haben wir eben oft beim Spazierengehen oder in Konferenzen dann besprochen. Ich spreche sie auch ein bisschen näher in der ausführlichen Sendung an. Es war spannend und gruselig auch an gewissen Punkten, weil eben
The Key und so weiter auch gelesen. Und dieses Konzept gab es natürlich immer wieder mal. Und natürlich auch nicht am Ende des Tages genau wissen, wie das dann am Ende aller Tage abläuft und so weiter. Und schon vielleicht manchmal so ein gewisses Misstrauen haben auch, sondern man weiß ja nicht, vielleicht ist es scheiße und vielleicht ist da irgendein Kontrollsystem installiert und so. Vor allem gerade der Gnostiker in mir. spannend zu beobachten. Also auch gerade nach der ersten Session dann so dieses mit den parasitären Wesen, so ui, scheiße. Mhm. Aber eben auch viel Feedback geben, viel, habt ihr über das schon mal nachgedacht, so könnte man das vielleicht formulieren oder die Problematik könnte sich ergeben. War ein interessantes Projekt so zu begleiten. Ich kannte die Endergebnisse bis zum Schluss, bis zu der großen Besprechung jetzt nicht wirklich in der genauen Form. Du hast mir immer wieder mal ein paar Ideen oder ein paar Ergebnisse gesagt. Jetzt sitze ich da und denke mir, okay, es wäre jetzt könnten wir anfangen, noch mehr Sessions zu machen auf die Sachen, was das genau bedeutet und so weiter. Aber es gibt so viele spannende Dinge auf der Welt, die man erforschen kann. Ja, immer wieder. Und es ist dann halt doch unsere Freizeit. Genau. Mhm. Und irgendwie gesagt, irgendwann muss man mal einen vorläufigen Schlussstrich zumindest machen. Mhm. Es beantwortet natürlich nicht alle Fragen, aber es ist zumindest das, was wir da jetzt beschrieben haben, das umfangreichste und detaillierteste und für mich auch nachvollziehbarste Konzept über das, was es mit diesem Licht nach dem Tod auf sich hat und welche Schritte es braucht, um nicht ins Licht zu gehen. Mhm. Also ich habe nirgendwo was gefunden, was auch nur annähernd an diese Komplexität herankommt. Weil es gibt natürlich viele verschiedene Glaubenssysteme, wo das halt noch viel komplexer aufgeschlüsselt wird, manchmal so das tibetische Totenbuch, ägyptisches Totenbuch und so. Ja, aber das sind einzelne Schritte sozusagen auf einem Weg. Mhm. Aber die Metaperspektive davon, dass das sozusagen, also wenn man dann beim Licht ist, dass es dann mehrere Möglichkeiten gibt, das wäre mir noch nie untergekommen tatsächlich. Nicht unbedingt. Es gibt natürlich in den Büchern, ich habe hier eins von William Bulman, Adventures in the Afterlife, sehr zu empfehlen, wo er so seine Ergebnisse von außerkörperlichen Reisen und so weiter zusammenfasst. Es gibt natürlich die Bücher von Robert Monroe, aber die sind natürlich, die beleuchten, wie soll man sagen, nicht wirklich so den Meta-Komplex, sondern die sind natürlich aus der Ich-Perspektive gereist, mit außerkörperlichen Erfahrungen. Diese Technik hat gewisse Vorteile, gewisse Nachteile. Und Remote Viewing ist da eben schon als so möglichst objektive Technik, wenn man es halbwegs sauber macht. Gibt, glaube ich, einen recht abstrakten, aber groben Meta-Überblick von dem ganzen Prozess. Es ist vielleicht eher eine Ergänzung zu diesen Reisen, würde ich vielleicht sagen. Mhm. Mhm. Also William Bulman beschreibt halt, was mit ihm passiert bei seinen NATO-Erfahrungen oder bei seinen Erforschungen, des, soweit man halt mit außerkörperlichen Reisen ins Afterlife gehen kann. Und Remote Viewing gibt halt eine möglichst unpersönliche, neutrale Sicht auf die Landkarte vielleicht, so könnte man sagen. Ja, genau. Mhm. Genau. Und beide ergänzen sich im Idealfall. Für Fragen sind jetzt noch offen? Was offen ist, ist tatsächlich diese parasitären Wesen, die, wie gesagt, nur einmal aufgetaucht sind, in keiner anderen Session dann mehr vorgekommen sind. Mhm. Müsste man sich genauer anschauen. Mhm. Momentan wirken sie auf mich wie so, ja, es gibt halt auch ein Ökosystem im Afterlife und so wie halt hin und wieder, wenn du im Meer schwimmst, gelegentlich ein Hai auftauchen kann, gibt es vielleicht da auch jemand, der einmal vorbeischaut oder wo sich das gerade trifft, dass da was ab... So sehe ich es momentan, aber auch da kann ich mich täuschen. Mhm. Das ist tatsächlich offen. Ansonsten
Ja, haben wir, wie gesagt, wir haben einen sehr, sehr groben Überblick jetzt einmal gemacht. Man müsste jetzt, wie du richtig sagst, noch mehr ins Detail gehen, um das ausführlicher zu beschreiben. Mhm. Aber was mir persönlich wirklich gefällt an der Sache, ist, dass es sich herausgestellt hat, einerseits, es ist nicht so oder so, sondern es gibt wieder mal ein sowohl als auch. Es gibt eine Option, also es gibt eine Bandbreite an Optionen, die man hat, und wir machen uns das selber. Mhm. Es gibt nichts, wir haben extra danach gesucht. Nichts, was tatsächlich von außen käme, was feindselig wäre. Wie gesagt, klammert diese parasitären Wesen, die vielleicht, was das weiß ich nicht. Aber auch diese dunkle Macht im Hintergrund ist man letztlich selbst. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass sie als etwas Fremdes wahrgenommen wird, mhm, oder dass das als ist eine Projektion. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese parasitären Wesen auch externalisierte Funktionen von unserem eigenen Bewusstsein sind. Auch das könnte sich herausstellen, zum Beispiel. Mhm. Also wir haben in keiner Session wirklich etwas Bösartiges oder Feindseliges wahrgenommen, sondern immer Hinweise auf eigenständige Entscheidungen und von Hilfestellungen von außen. Mhm. Und das ist was sehr Schönes. Ja. Was ich natürlich schon bei dieser dunklen Macht, es ist jetzt auch nur eine Möglichkeit, wieder der Gnostiker in mir, der sagt, naja, es kann natürlich schon sein, dass man da irgendwie so in diesen Lebensunwillen oder in die Nicht-Existenz so geschubst wird, so vermeintlich freier Wille. So, naja, du willst, also so einen Menschen so, oder ein Bewusstsein so in eine Richtung zu drängen, dass es vermeintlich selbstbestimmt diese Entscheidung trifft, aufhören wollen zu existieren. Es ihm so schwer zu machen und ihm, beziehungsweise die Lebensfreude so nach und nach zu nehmen, dass es einfach irgendwann sagt, so aus. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber hat jetzt mal im Erd, also es kam jetzt in den 4 Sessions. Kam nicht vor. Keine derartigen externen Einflüsse. Das müsste man sich wirklich aus den Fingern saugen an Interpretation. Hm. Also eigentlich ein sehr umfangreiches Straßennetz an Wegen im Jenseits. Ja, ich glaube, das war eine halbwegs knappe Zusammenfassung, viel kürzer wird schwierig. Mhm. Wenn es ausführlich interessiert, wir werden es rechts oben verlinken. Natürlich auch unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise einfach bei unserem Kanal. Die Sendung wird wahrscheinlich irgendwie so lauten wie Lichtfalle, das Projekt oder sowas. Einfach reinklicken, da 2 Stunden Detail. Genau, da gehen wir, wie gesagt, auch das ist eine Zusammenfassung, aber da beschreiben wir detailliert die Target-Formulierungen, was wir uns dabei gedacht haben, was wir erlebt haben, wie die Sachen kodiert waren. Das ist wirklich ein Nerden auf hohem Remote-Viewing-Niveau. Für diesmal soll es reichen, auch da wieder Schattenaspekte ins Licht geholt. In das Licht gebracht oder geführt worden, je nachdem. Wenn ihr Fragen habt, freuen wir uns wie immer über eure Kommentare und genauso natürlich über Likes und Abonnements unseres Kanals. Empfehlt uns gern weiter. Genau, Buchtipps unten, dem Blogartikel von Stefan auf Signallinie werden wir unten verlinken. Und ja, wie immer, unten findet man alle zusätzlichen Informationen, auch zur Academy of Mind. Man kann selber Remote Viewing Aufträge der Academy of Mind erteilen. Man kann selber lernen. Remote Viewing ist etwas, das jeder lernen kann. Hm. Kann ich tatsächlich nur empfehlen, die Ausbildung. Okay. Gut, ansonsten danke für euer Interesse. Die Welt und der Tod sind magisch. Aber die Ehre, bis bald.